Hallo und willkommen wieder zurück zu Staffel 6 in Minecraft. Gut, ich war offline ein bisschen meinen. Und ja, hab ein paar Erze noch, nicht gerade viel. Ne? Unser Turtlund hat auch was gebracht. Ich habe ein bisschen was vorbereitet in Rotary Craft. Ich habe mir dann ein paar Videos dazu angeschaut. Ein bisschen ein paar Wikis gelesen. Wir haben jetzt Canola Seeds, oder wie heißen die? Canola Seeds. Die wachsen hier. Kann man es einsetzen. Da habe ich schon jede Menge geerntet hier. Kann man ganz normal mit Bone Mill dann auch verschnellern, dass sie schneller wachsen. Habe ich auch gemacht. Ich habe hier noch 3 Steam Engine gebaut. Die haben wir ja schon mal gebaut. Die werden wir gleich brauchen. So, nehmen wir das mit und das mit. Wir werden hier ein bisschen umbauen. Und zwar werden wir hier noch zusätzlich 3 Engines dazu packen. Dann sollte der ganze Scheiß hier etwas schneller gehen. Hier umbauen. Also hier im Wasser. Die füllt sie mit Wasser. Die Pumpe sollte das eigentlich locker schaffen. 4 Stück. So, dann muss hier mal weg. Der Grinder muss weg. Die Coil muss weg. Der Schalter muss weg. Wo ist jetzt die Coil hin? Die lag doch noch gerade da. Wo ist die jetzt hin? Hallo? Aufgenommen habe ich sie nicht. Ihr habt das gesehen, die lag noch da. Warum ist die jetzt weg? Kann ich sie aufnehmen? Nee. Was soll denn die Frechheit hier? Die cheatet mir auch wieder rein, das ist eine Frechheit. Aber die war gar nicht einfach zu bauen, die war ja ziemlich schwierig. Coil da. Wir hatten den mit. Nicht der. Was? Oh. Die Megatool hat mir. Okay. Rezept, das ist eine Freiheit. Den schiebt die mir rein, wenn die da einfach verschwinden. Weil die ist ja da gelegen. So, das verschwindet nicht. Okay, hier ist ziemlich laut. Gell? Na, zum Glück ist unsere Crafting-Anlage hier weiter. Dann brauchen wir noch hier, habe ich auch schon hingesetzt. So Shaft Junction. Das sind einfach so, wo man mehrere, wie sagt man, Eingänge verbinden kann. Da brauchen wir 4 Stück. Ich muss nur mal kurz gucken, wenn ich die platziere, wie er da hat. Grün ist Eingang, rot ist Ausgang. Okay. Kann man das eigentlich mit dem Schlüssel auch drehen? Das würde mich interessieren. Nee, okay. Das heißt, wir brauchen den hier. Hier habe ich auch ein bisschen umgebaut, den Debel in der Mitte und rechts noch eine Crafting-Anlage, wo wir nur für Rotary Craft haben. So, grün Eingang, das passt. Grün Eingang, passt. Grün Eingang, passt. Grün Eingang, so. Kriegen wir das hin? So hin, genau so würde ich das haben. Damit hier der Ausgang ist. Und hier möchte ich gerne. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Das ist, ich glaube, das, was ich suche. Cross, ja, genau, das brauche ich jetzt. Schauen, ob wir da noch die Sachen haben. Und den Schaft müssen wir bauen. Mount. Okay, sollte nicht so schwer sein. So, so. Und so, dann haben wir den mal. Und 4-mal den Stick. So. Und so, zack. 4-mal. Dann war das so und die 2 Sticks rechts und links, oder? War da noch was? Bisschen anders. So. Ich hoffe, das ist das, was ich mir vorstelle. Hm.
So. Was haben wir gesagt? Rot ist Ausgang, ne? Dann wäre das etwas so, aber das... Nee, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Theoretisch müsste er ja trotzdem drehen, oder? Braucht er ein Wetter-Signal, dass er dreht? Nö. Ist der richtig gesetzt? Der ist richtig gesetzt. Roter Ausgang, ja. Das ist aber trotzdem der falsche, den wollte ich nicht haben. Geht eh nicht. Kann man den für weiter craften oder so? Ne. Aber ich bräuchte so etwas, wo ich ein Input habe und zwei Output. Das brauche ich dann wahrscheinlich auch. Was habe ich denn hier? Hier habe ich ein Input. Ne. Zwei Input, ein Output. Ich brauche ein Input, zwei Output, genau umgekehrt. Das brauche ich dann auch. Aber braucht ihr erst das andere? Wenn es sowas überhaupt gibt, das ist natürlich nichts frei. Der Null-Jetpack. Ach, ich habe hier noch keinen Jetpack. Mehr nehme Möglichkeiten. Ich habe wieder vergessen auf Play drücken, wie lange ich aufnehme. Ah, immer das gleiche da. So. Grindstone, nee, 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 das ist nicht das, was ich suche. Warm Gear. Nee, das ist wahrscheinlich auch nicht das, was ich suche. CVD. Oder CVD, oder wie sich das nennt. Ich befürchte, sowas gibt es nicht, was ich suche. Sowas gibt es nicht. Da muss ich da mal googeln. Ich dachte jetzt nur, vielleicht finde ich da was. Was überall für eine Richtung? Eine Richtung? Ja. Da gibt's nichts anderes. Ba, ba, bam. Das finde ich aber echt doof, dass ich da nichts finde. Kann ich da eigentlich jetzt in dem das zurückcraften? Hat der irgendwie so geheißen, dass man das irgendwie kann, oder? Bin ich doof. Na egal, dann haben wir es geschafft. Cross bringt uns nicht. Ja, aber dann bringt mir das auch nichts. Ich verstehe es nicht. Egal, egal. Dann lassen wir es so. Jetzt haben wir alle auf einen Haufen zusammen und jetzt können wir uns vorne entscheiden, entweder den Grinder dran oder die Speichereinheit. Ich nehme die Speichereinheit mal. Lass mal die mal aufladen. Hier ist aber auch null nix. Achso, bei der auch nicht. So, jetzt raus. So. Jetzt lädt er. Das lädt er natürlich viel schneller, weil die alle zusammengerendert werden. Man sieht ja schon schön an der Animation. Weiß ist immer Output. Zack. Und eigentlich sollten auch alle ja gleiche Temperatur und Wasser passt auch, kommt auch nach. Meine Idee war jetzt hier vorne nochmal splitten, einmal Grinder und einmal diese Industrial Coil, aber das geht ja nicht, weil wir hier kein Teil haben, mit dem wir das splitten können. Beziehungsweise ich werde das mal begutachten, ob wir da jemand irgendwas finden. Das brauchen wir auch noch, ein Fermenter. PV-Gear, das ist nur 90 Grad. Das ist das, was wir haben. Und das sollte eigentlich nur zum Ausschalten sein. Hm. Na, dann haben wir Pech gehabt, oder ich zumindest. Komplette Tier 5 Upgrade. Keine Ahnung, was du von mir willst.
Gut, das haben wir mal soweit gemacht. Hier sind unsere Seeds schon gewachsen. So, die können wir abernten, die was gelb oben sind. Gleich neue setzen. So, so. Zack, und haben wir wieder 42. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Baum hier stört. Jetzt, wenn ich Sonne bekomme, dann muss der Baum weichen. Der Baum muss weichen. Der Baum muss weichen. Weg ist er. Weil wir brauchen sowieso Setzlinge. Und das ist das Stichwort. Wir werden uns jetzt ein... Oh, der ist kaputt gemacht. Woodcutter bauen. Ich weiß, ihr dürft euch jetzt nicht wundern, warum ich jetzt nur mit Rotary-Craft arbeite. Wie am Anfang schon erwähnt, will ich die Staffel so mal damit verwenden, andere Mods kennenzulernen. Und das macht man halt am besten, indem man die Mods benutzt. Die IC und so weiter kenne ich ja schon fast in- und auswendig, deswegen machen wir lieber mal hier was. Ich könnte ja, ja, lass bitte gehen, Grinder hier hinstellen. Und dann kann ich einfach den drehen, dann kann ich den Grinder nutzen oder das. Bei den Dust Bag Hole, die werden wir noch brauchen. Zum Bleistift für den Woodcutter, den ich jetzt bauen möchte. Wenn ich ihn jetzt wieder finde. Da ist er. Okay, das ist eh logisch. Zwei davon. Und das. Davon brauchen wir. Nee, ist nicht logisch. Das war der falsche. Der. Bin jetzt doof. Wer war das jetzt? Lalalala. Was bald wegen? ASLA-Stil. So. So. 1, 2. Dann brauchen wir einen doppelten. 2x2x. Haben wir eh schon. 3x die Platten haben wir einmal. Haben wir 3x. Und 2x Stahl haben wir nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Eisen. Dann nehmen wir mal 32, hauen die da rein. Uah. Ich würde sagen, ich hoffe, wir haben noch Gunpowder. 1, das ist ziemlich wenig. Das wird jetzt weg sein. Oder? Ja. Doof. Das heißt, ich muss Monster kloppen gehen, schön langsam. Blablabla, haben wir alles, okay. Kann ich aber nicht machen. Brauche ich zuerst eine gute Rüstung. Woodcutter. Der braucht jetzt 16 kW und 64 Newtonmeter. Okay, das können wir in über den hier locker gehen. Newtonmeter können wir einstellen. Oder wir lassen es hier rauslaufen. Das könnten wir auch machen. Das werden wir aber auch machen. Und zwar den hier anschließen. Grün hat er. 2 Sekunden. Wie viel Newtonmeter hat er jetzt gesagt, braucht er? 64. Man das da einstellen? Ich weiß jetzt gar nicht. So, was läuft jetzt eigentlich? Lehnt sich der jetzt noch? Nee, passt. So, jetzt müsste... Genau, so muss es sein. Hat der volle Bauer hier. Wenn wir jetzt hier mal einen Baum hinstellen, warte mal kurz. Du musst mal weg. Dann kann ich mir da. Nee, das heißt, der braucht eine Kiste oder so. Schütze ich mal. 1, 2. Ich hoffe jetzt mal, dass das mit Kisten geht. So. Dann nehmen wir Ort-Resetzlinge und ein paar Knochenmehl. Eine Kiste hier daneben, ein Baum hier hin, und ich glaube, wenn der Baum gewachsen ist,
Genau, fällt er den Schüler. Und da schmeißt das alles wahrscheinlich irgendwo hin. Hat das einen Grund, warum der das irgendwo hinwirft? Ja, der hat das. Au, au. Ist mir klar, dass der jetzt funktioniert. Aber wie macht der das jetzt mit den Items? Also so nicht. Obendrauf geht man nicht. Brauche ich da Pipes? Connecten die? Sie würden connecten. Aha, warte mal. Ich glaube, ich hab's gesehen. Was habe ich jetzt gemacht? Aha, jetzt geht mal gar nichts. So, jetzt geht wieder. Ich glaube, ich muss die Kiste unten drauf machen. Jetzt noch mal testen. Und? Jo. Ah doch, jetzt mal. Ah. Irgendwas ist jetzt in die Luft geflogen. Oh, nix hier. Nee, hier ist nichts in die Luft geflogen. Meteoriten vielleicht. Hatten wir Meteoritenschauer irgendwo? Sind sie wieder eingeschlagen? Ah, okay. Sollen sie nur... Langsam mich hier frieden lassen. So, wenn wir jetzt den nochmal hier so. Oh, das denke ich nicht. Kriegen wir da schon Sägemehl, das. Was kann man draus machen? Holz. Als Fuel verwenden? Naja. Was? Woodblub, kriegen wir Bronze Dust? Naja, das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Das ist schon eher etwas. No, Block Data, no. Aha. Muss keiner verstehen. Mhm. Also da muss ich unbedingt gucken. Das müssen wir gleich aufschreiben. Die IDs können nicht stimmen. Und zwar ist das Wood Bulb. Das muss ich mir merken. Die ID 31988.15. Mal gucken, welche ID das ist. 15. Richtig, Aiden. Kompressor, das passt. Aber das hier ist mir ein bisschen komisch, oder? Muffler Upgrade. Das passt ja zusammen, aber hier ist auf einmal Bronze. Von welchem Mod ist das? Das Bronze, was da war, Mechanismen, also mit Mechanismen hat er ein Problem. Mal gucken. Okay, gut, dann wissen wir das auch. Oh, es ist Nacht geworden mittlerweile. Gehen wir mal schnell schlafen. Oh, dann... blub, 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 blub. Da. Nee.
Du brauchst ein bisschen Bone Mail. Du brauchst dahin, zack. Dann wird was zu tun. Und wir kriegen hier jede Menge Rubber. Was wir dann später brauchen werden. Der pflanzt automatisch wieder einen Baum. Das ist das Coole. An die ganzen. Das gefällt mir sehr gut. Da können wir uns relativ schnell Bäume organisieren. Zack, zack, zack. So, zwei habe ich noch, die verwendet man auch und dann erstmal wieder die Coil laden. Denn da haben wir noch einiges vor. Zack, zack. Hier können wir dann auch nochmal so, so. Der ist auch noch so. Und du, Freundchen. Achso, nee. Der war noch nicht. So, einmal noch. Jetzt soll er den noch fällen und dann ist Ruhe hier. Dann ist Ruhe, genau. Zack. Dann können wir den wieder drehen hier. So, genau. Der müsste wieder geladen werden. Volle Kanne hier, ja. Gut. Ja, dann haben wir das soweit mal. Ich werde dann offline folgendes bauen. Kurz überlegen, was ich gebrauchen werde. Ich brauche einen Fermenter. Und zwar diesen hier, den werde ich bauen mal offline. Braucht 1 kW, also nicht viel was. Ist eh leicht zu bauen, so ein Propeller. Den werden wir bauen, eine DC Engine, die was wir hier auch schon gebaut haben mal. So eine wenn man dann auch noch bauen. Die brauchen wir, um den Fermenter anzusteuern. Was werde ich noch vorbereiten? Ich werde vorbereiten einen Bedrock. Bedrock Breaker. Ja, der nennt sich Bedrock Breaker, weil er das genau macht, was da steht. Den Bedrock brechen. Das ist auch nicht zu teuer. 2 Diamant. HSLA Stahl. Bisschen Obsidian haben wir ja alles. Und ich werde noch bauen eine 8:1 Gearbox. So wie die aber aus ja aus. Na das ist egal. Aus Stil halt ganz normal. Oder Diamant. Ne, Diamant. Diamant werde ich bauen. Eine 8:1 Gearbox. Du willst vielleicht bauen, vorbereiten, mal gucken. Kingslime haben wir ja gut. Aha, den werde ich gleich mal erlegen gehen. Mal gucken, was wir davon bekommen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Lasst ein Like, ein Abo oder sonstiges da. Ein Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.